Sie sind auf dem Steg! Diesmal nicht! Stirb, mein Mensch! Sind sie wohl ganz cool mit deinem doppelten Schwerter-Scheiß, ja? Bringt aber nichts, wenn ich die ganze Zeit das gleiche mache. Ja, damit. Oh Mann, du Arsch. Du stirbst doch eh gleich. Du brauchst die gar nicht, ganzen Punkte. Sie sind vor dem Turm. Er ist tot. Er ist tot. Ja, genau. Lass mich jetzt in Ruhe, Beches. Mach's gut. Mach's gut. Ja. Das ist ja jetzt easy langsam hier. Ganz easy. Gar kein Problem. Gucken wir mal hier. Hier ist nichts. Ich weiß schon, dass wir das Ei gefunden haben, aber diese Kugeln. Für irgendwas müssen die ja gut sein. So, hier ist auch nichts mehr. Gut, dann gehen wir mal weiter. Trabbel, 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 Trabbel. Sie sind im Gang! Was auch immer ich gemacht habe. Gut. Oh, Schleichmodus. Sie sind in der Überzahl. Als ob die nicht schon die ganze Zeit in der Überzahl wären. Mit dem verbrennen wir mal gleich direkt. Da haben wir jetzt die ganze Zeit drauf. Da kenne ich nichts. Gar kein Problem. Du brennst jetzt auch erstmal eine Runde. So, du brennst auch. Ja, das ist ganz praktisch, dass diesen brennen Scheiß. Kannst dich auch mal um Leute kümmern, um die dich halt jetzt nicht gerade kümmern kannst, aber die brennen dann halt schon mal vor sich hin. Bams, bams, bam. Oh, er verbrennt jetzt schon innerlich. Komm und rette mich. So, wir müssen hier lang. Ganz easy, gar kein Problem. Kisten. Hat denke ich eben gerade gesehen, was für einen schwulettischen Bogen ich denn da habe. Das ist mal voll Pille-Palle-Mülle. Pille-Palle-Mülle. Ich war schneller, Arsch. Komm, Leben! Voll aus. So, wir gehen einfach mal weiter hier. Also langsam reicht's aber auch mit diesem scheiß Turm hier. Das knallt eh runter, war mir klar. Kein Problem. Ach komm, leck mich. Hi, Boron. Ne, Brom, nicht Boron. Ha!
Boron ist ja jemand anders. Kennt ihr Boron? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Oder schrotet es mir in die Kommentare. Besser gesagt. Tja, wer ist Boron? Boron ist eine sehr unbekannte Figur, sagen wir es mal so. Selbst im Spiel hat er, aber selbst im Film hat er nicht viel zu tun, ist zwar eine wichtige Person an sich in der Art und Weise, aber hat nichts wirklich jetzt so da die große Sprechrolle. Ah, ist ein meiner Meinung nach guter Charakter. Come on jetzt! Ah, fuck it off, Alter. Diese Pseudo-Möchte-Gern-Scheiße hier, ey. Das ist ein mega breiter fucking Scheißdrecksteil-Balken. Und der turnt darauf rum, als wenn das gerade mal hier 3 cm breit wäre, das Ding. Bei dem einen letztens, wo er damals hat er ja ganz blöde drüber gesprintet, obwohl es hier nur ein paar Zentimeter waren. Und hier hat er na gute 60 cm, 50 cm und macht so eine Scheiße hier. Gibt's doch nicht, ey. Tricks Kameraführung, guck dir mal an. Wie soll man mit so einer Kameraführung hier langlaufen? Bullshit und bums ist Brom da. Gut, dass Brom nicht selber rüberläuft, weil sonst würde er mich wahrscheinlich 5000 mal runterschubsen oder so. So, was gibt's hier hinten noch? Kisten. Hui. Darauf erstmal die Judo-Rolle. So, gehen wir mal die Treppen hoch. Oh, also langsam reicht's mir aber auch. Und steckt voller Geheimnisse. Ja, ist schön. Freut mich. Ja, ganz ehrlich, wie sollen die Leute denn hier arbeiten, bitteschön? Ist ja kein Wunder, dass die alle verhungern. Ich kann ja gerne was zu essen hinbringen. Sie sind ein Stockwerk über uns. Arschloch. Aria ist hier. Ich fühle es. Auf so abzuspacken, Junge. Adieu, mein Freund. Whatever. Und jetzt eine schöne Vergewaltigung. Nein, das ist eine Falle. Uns ist schon zugeschnappt. Das ist der mächtige Drachenreiter. Du hast die Wahl, Drachenreiter. Komm mit. Zusammen zerschmettern wir Galbatros. Niemals! Wie, jetzt ist er noch gegen Galbatorix? Ich dachte... Aua, sonst geht's doch ganz prächtig. Brenn, Dosa, brenn. Wir müssen noch später erst gegen ihn kämpfen. Oh, Alter. Mich irgendwie rollen? So, irgendwie kann ich gerade irgendwie... Boah, hab ich einen Schlag verpasst. Alter, willst du mich jetzt verarschen? Brennen. Jetzt halt doch mal... Alter! Du kannst ja gar nichts abziehen, Alter.
Ey, er haut ihn und ich krieg dich auf die Fresse oder was? Alter, weißt du, er kann ununterbrochen angreifen und wenn du angreifst, dann haut er dich und damit dein Angriff weg ist oder was? Ey, was für unlogische Scheiß-Endgegner schon wieder. Was war das jetzt für eine dumme Angelegenheit? Deine Mutter hat mich. Sobald ich ihn irgendwie attackieren will. Renn einfach nur, du Schwein. Mann, das bringt nichts, darauf zu schlagen. Er haut entweder ab und meine. Ganz schnell A drücken. Okay. Schön, dass man das auch vorher weiß, irgendwie. Guckst du an! Oh, ich hasse solche Scheiß-Endgegner, wo du an nichts anfangen kannst. Das Spiel kotzt mich langsam richtig an hier. Ohne Witz jetzt, Leute. Brenn! Bringt doch nichts, Bro. Du kannst draufhauen, es bringt aber nichts. Ich kann nur mit diesem verfickten Feuer irgendwas malen. Bitteschön. Kannst du gerne wieder haben. Deine Mutter gehört mir. Gib ihm, Bro, immer aufs Fressbrett. Anscheinend echt nur mit Bogen und Dein Fleisch gehört mir. Zurück mit dir in den Abgrund. Oh, what the fuck? Brenn, du Schwein. Hier drüben, alter Mann. Sobald dein Angriff ausfällt, kannst du ihn nicht mehr attackieren. Kann ich ja auch, du Schwein. Scheiße. Gib ihm! Nein, hab nicht! Jetzt gib ihm! Also ich mag's ja lieber, wenn ich vorher irgendwie nicht angreifen kann und die ganze Zeit nur irgendwie Verteidigung ausweichen muss oder sowas. Und dann irgendwann, wenn ich drauf hau, ordentlich Leben abgeht. Aber sowas mag ich gar nicht, wo dann überhaupt nicht merkst, dass der irgendwie Leben verliert. Den Legenden nach ist das Letzte, was ein sterbender Drachenreiter hört, der Todesschrei seines Drachen. Hörst du ihn? Nein! Headshot. Tja, Brom down. Brom, ich lasse dich nicht sterben. Tust du aber gerade. Du wirst nicht sterben. Doch, wird das. Mich sterben. Du gibst mir Hoffnung, Aragorn. Tja. Versprich mir, die Wagen zu suchen.
und dein Schicksal zu erfüllen. No. In your face. Schnapp. Schwing dein Ding. Fleisch. Zerfetz. Gedärme. Freiflug. Coole Pose ever. Und ein Megaschrei. Alles, was ein Drache braucht. Eieiei, die schießen noch! Vors Gesicht! Boah! Ach, ist das schön. So, Dursas Festung, normal. Aragorn, 89, Brumm 30. Alter, 1625 zu 270. Verstecktes Ei gefunden. Juhu! Aragorn trägt jetzt Brumms Schwert Sarok. Deine Angriffe sind jetzt noch kräftiger. Murtagh ist jetzt dein Verbündeter. Murtagh, best ever Kerl of the world. So, Leute. Was steht als nächstes an? Flucht aus Gilead. Aus Gilead, was eigentlich total dumm ist, weil ich gerade am Fliegen bin. Aber gut. Okay, das sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Missionen noch. Aber da hinten ist auch noch eins zum Kreis. Naja, schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ich möchte jetzt aber erstmal das Spiel beenden in diesem Moment. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Schrudelt mir alles in die Kommentare, so wie eh und je. Sprich, Stimmenaufnahme, weniger Palaver, mehr Palabern, witzigeres Palabern, unwitzigere Sachen Palabern, ein paar ernste Themen durchpalabern. Sagt mir, was ihr gerne mal hören wollt, worüber ich mal meine Meinung ausplaudern soll, was euch sowieso herzlich wenig interessiert. Ist mir aber scheißegal. Und ich hoffe, man sieht sich demnächst mal online. Tschaußen!